Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Lars und seit heute gibt es neue Daten, und zwar wurde offiziell das iPhone 4 vorgestellt. Ich bin mal gerade hier auf der Apple-Seite und hier ganz groß iPhone 4 und hier die auch schon die neuen Features. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir klicken mal hier auf iPhone 4 und sehen hier die Erneuerung von dem Gerät. Also das Design hat sich natürlich etwas verändert, etwas eckiger alles und sieht etwas robuster aus, aber meiner Meinung nach sieht das doch schon etwas besser aus wie der Vorgänger. Dann gibt es einmal hier FaceTime, das ist eine Kamera, die vorne ist. Wenn man hier mal scrollt, hier diese Kamera wurde eingeführt. Das heißt, mit Video telefonieren kann man dann, wie man hier auf den Bildern sieht. Dann wurde das Display überarbeitet, höhere Pixel, bessere Auflösung. Dann wurde ein Multitasking eingeführt, das heißt, man kann jetzt zwischen mehreren Apps hin und her wechseln, ohne dass die geschlossen werden. Dann natürlich HD-Videos, das ist natürlich ziemlich geil. HD-Videos wurden eingeführt, 5-Megapixel-Kamera. Und es ist halt möglich, jetzt HD Videos zu machen und dann diese Videos auch mit iMovie auf dem iPhone zu bearbeiten und dann zu verschicken oder bei YouTube online zu stellen. Das ist halt sehr genial. Dann hier, wie schon gesagt, die 5-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz. Dann sehen wir hier von der neuen Software, was wir hier alles neu haben. Ordner für Apps ist natürlich klar. iBooks ist dann auch wieder ist drin. iMovie, wie schon erwähnt, telefonieren, okay. Mit Rauschunterdrückung. Mail ist auch, war auch schon da, Safari, iPod, Fotos, Sprachsteuerung, Nachrichten, Karten und Kompass, Tastatur, Suche, App Store, iTunes Store, natürlich gleich, Bedienungshilfen, gibt's Bildschirmlesefunktion und weitere Bedienungshilfen. Und dann gehen wir mal auf, jetzt kommen wir wieder nach oben und gehen mal auf die technischen Daten von dem iPhone 4. Wieder 16 und 32 GB Flash Drive vorhanden. Hier dann die Kamera, die bis die HD aufnehmen kann, 27p bis zu 30 FPS mit Audio. Fotokamera mit 5 Pixel, Megapixel. Fotos und Videos mit VGA-Qualität mit bis zu 30 FPS mit der Kamera an der Vorderseite. An der Vorderseite. Fokussieren per Fingertipp für Videos und Fotos. Hier ist der LED-Blitz. Und hier ein paar, die Tasten wurden auch etwas abgeändert. Hier haben wir die Lautstärke-Tasten, diese beiden. Und daneben klingeln aus, klingeln ein. Hier ist der Homescreen ganz normal. Dann haben wir Sensoren, die auch normal standardgemäßig alle schon dabei waren. Stromversorgung und Batterie wurde standardgemäß halt alles in die erhöht. Audio-Wiedergabe, okay, Lieferumfang, ja. Die technischen Daten. Das iPhone 3G wurde übrigens auch noch überarbeitet mit der neuen Software. Gehen wir mal auf Software-Update. Das iOS 4 Software-Update. 100 neue Funktionen. Das, wie schon gesagt, das Multitasking, das mit den Ordner, Drag and Drop, bessere Mail. iBooks ist drin, 5-facher Digital-Zoom, Videofokus per Fingertipp, auch schon erwähnt. Apps kann man verschenken, kann dann irgendwelche Apps verschenken, die man runtergeladen hat oder gekauft hat, mit dem iPhone verschenken. Eine Rechtschreibprüfung wurde eingeführt und man kann dann auch an das iPhone drahtlose Tastaturen anschließen über Bluetooth. Gehen wir wieder nach oben und gehen mal auf die Benachrichtigung. Hier sieht man, dass das iPhone 4 ab 15. Juni kann man das vorbestellen und ab dem 24. Juni kann man das Ganze kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ablaufen wird mit der Vorbestellung. Auf jeden Fall kann man hier seine E-Mail-Adresse angeben und dann kann man den Newsletter von Apple bekommen über das iPhone 4. Natürlich hat Apple noch andere Sachen vorgestellt, aber ich wollte euch mal das iPhone 4 zeigen und ihr könnt ja dann in den Kommentaren eure Meinung dazu geben oder irgendwas posten, was ich vergessen habe zu sagen. Das soll es dann gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und